Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meines Let's Plays von Siberia The World Before. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch. Ich habe lediglich Unnötiges entfernt. Außerdem füge ich Kapitel hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube über den Kapitel-Button im Player. Siberia The World Before ist ein 3D-Point-and-Click-Adventure von 2022 und die Fortsetzung der Siberia-Reihe von Benoit Sokal, in der es bereits drei weitere Titel gibt. Ich freue mich über Kommentare und wünsche nun viel Spaß beim Zusehen. Entschuldigen Sie, Frau Wagner. Ich habe versucht, hieraus schlau zu werden. Ist alles in Ordnung? Ich habe etwas für Sie. Das hilft Ihnen vielleicht, den Müllerladen zu finden, den Sie suchen. Danke, Frau Wagner. Herzlichen Dank. Gern geschehen, meine Liebe. Ich bin an der Rezeption, wenn Sie noch etwas brauchen. Ja, da sind wir jetzt also offensichtlich erfolgreich geflüchtet aus dem Gefangenenlager und haben uns auch gleich noch auf den Weg nach Wagen gemacht, wo offensichtlich wir rauskriegen wollen, wer denn dieses junge Mädchen ist, nach dem oder dem wir wohl ähnlich sehen. Gut, dann fange ich besser mal an, nach Läden für Künstlerbedarf mit dem Namen Müller zu suchen. Fischhändler, Hutmacher, Apotheke, Handleier. Der könnte passen, denke ich. Müller und Sohn? Müller und Vogel. Hier ist es nicht. Wohl nicht. Gemischt waren kann man auch ausschließen. Hutmacher kann man auch ausschließen. Fischhändler kann man auch ausschließen. Fahrradgeschäft kann man, glaube ich, auch ausschließen. Genauso wie das Gourmet-Restaurant von Angelika Müller. Schuhe würde ich mal auch ausschließen. Apotheke ist, denke ich, auch nicht zu erwarten. Uhrwerke, na gut, wir wissen, dass er keine gemacht hat, aber wäre im weitesten Sinne auch Kunst. So, Süßigkeiten wird es auch nicht sein, aber natürlich könnte es schon der Antiquitätenhändler sein. Oh, mal irgendwie mal sehen. Und nun? Hier ist es sehr ruhig. Seit ich gestern angekommen bin, habe ich noch keinen Gast getroffen. Ist mir nur recht. Das habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Das habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Also ich nicht. Hier ist es sehr ruhig. Seit ich gestern angekommen bin, habe ich noch keinen Gast getroffen. Ist mir nur recht. Ein ganz moderner Computer. Hm.
mein Gott, Moms Begräbnis war vor Monaten. Ich wünschte, du könntest bei mir sein, Katjuscha. Wir hätten den Laden gemeinsam gefunden. Auf dem Computer kriege ich zu viele Ergebnisse, um sie alle zu durchsuchen. Ich bleibe besser bei den Dokumenten von Frau Wagner. Drei Jahre lang keine E-Mails gelesen. Ich sollte wohl meinen Posteingang aufräumen. Ah, schon besser. Sieht mir jetzt nicht so aus, als hätte sie die auch alle beantwortet. Aber gut. Das muss ja jeder selber wissen, ne? Guck an. Also da haben sie die Kriegsbeute sogar gefunden. Die Entdeckung eines ungenehmigten Salzbergwerks in der Eisernen Tiger hat sowohl Menschenrechtsaktivisten schockiert als auch die Kunstszene elektrisiert. Berichten zufolge hat die Polizei aufgrund eines Hinweises eines ehemaligen Zwangsarbeiters in dem illegalen Untergrundunternehmen, ich nehme mal an, dass wir das waren, eine Razzia durchgeführt. Zwangsarbeit war allerdings nicht die einzige Überraschung, die die Polizei dort erwartete. In einer der Höhlen entdeckten sie eine Lokomotive mit mehreren Waggons voller im Krieg erbeuteter Kunstschätze. Die vermissten Meisterwerke und anderen wertvollen Kunstgegenstände wurden angeblich im Zweiten Weltkrieg durch die braunen Schatten gestohlen. Der Fund wird auf mehrere hundert Millionen Dollar geschätzt. Polizeipräsident Viktor Palinski sagt, die Betreiber und Schergen wurden verhaftet und das Bergwerk stillgelegt. Die Zwangsarbeiter wurden identifiziert und können nach ihrer Untersuchung im Krankenhaus zu ihren Angehörigen zurückkehren. Laut einer Quelle aus einem Krankenhaus berichteten viele Zwangsarbeiter, dass sie gar kein Salz abbauten, wie ursprünglich angenommen, sondern Elfenbein und andere seltsame Artefakte. Die Polizei möchte dies bisher mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen noch nicht kommentiert. Bezüglich der Beutekunst fügte Palinski hinzu, wenn unser Expertenteam die gestohlenen Gegenstände katalogisiert und identifiziert hat, wird es eine schwierige Aufgabe werden, sie ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Allerdings müssen Polizeipräsident Palinski und sein Team die Eigentümer vieler dieser Gegenstände vielleicht gar nicht lange suchen. Die Behörden haben bereits hunderte von Anfragen von Menschen aus aller Welt erhalten, die behaupten, beweisen zu können, dass es sich bei den Kunstwerken um gestohlene Familienerbstücke handelt. I see. Thank you.
drei Geschäfte ankreuzen, aus denen die Bilderrolle stammen könnte. Das ist schon mal ein Hinweis, dass es drei Geschäfte sein sollen. Ja, dann könnte es natürlich doch gemischt worden sein. Diese drei sind eine gute Basis, mit der ich arbeiten kann. Vielleicht kann ich ja mit Hilfe der Karte ein paar ausschließen. Ich hätte nämlich nicht gesagt, dass es drei sind, aber gut. Ja, genau. Ich meine, so lösche ich meinen Posteingang zum Teil auch, dass ich erstmal ein paar hundert Sachen lösche, die auch lange da schon rumgelegen haben. Man kriegt ja auch viel Spam und Werbung und so. Aber auf der anderen Seite, wenn man lange Zeit weg gewesen ist, könnte man ja durchaus auch mal die ein oder andere... Ja, das weiß ich nicht. Kommt auf die Mails an. Aber ja, wenn du natürlich 3 Jahre lang nicht mehr auf Arbeit gewesen bist, dann kannst du dir wahrscheinlich zumindest die 2 Jahre davor kannst du wirklich löschen. Das wird dann auch nicht mehr wichtig sein. So, aha, jetzt kann ich hier mehrere Orte scheinbar markieren oder ankreuzen. Automaten. Dieser Laden könnte die Bilderrolle verkauft haben. Naja, vielleicht. Brücke der Nebel. Blumen, das Blumenviertel. Das Viertel, in dem der Gasthof liegt. Schade, dass keins der Geschäfte in der Nähe ist. Ach, da kann man ja auch sehen, wo was ist. Ach so, ich bin ja doof. Okay, also wir suchen D3. D3. Das ist. Sieht aus, als hätte ich es fast geschafft. Ich muss nur eine Auswahl überprüfen. Irgendwas. So, dann haben wir hier C4. Explosive Angabe. D4. Das habe ich aber auch schon angekreuzt. Das ist also korrekt. Und dann ist noch der dritte Laden. Das ist E5. Und da habe ich wahrscheinlich gesagt, da ist es definitiv nicht. E5. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Also. Ich sollte mich auf 3 Geschäfte beschränken. Mehr Orte abzuklappern wäre zu viel. Genau. Das hier ist es. Okay. Ja, wohl nicht. Es ist am wahrscheinlichsten, dass eins dieser 3 Geschäfte die Bilderrolle verkauft hat. Jetzt muss ich das Richtige auswählen. Nichts leichter als das. Oh, guck. Geschichte, Straße der Erinnerung. Weltkriegserinnerungsrundgang durch Wagen. Als Tribut an die Tausende von Wageranern, die im Zweiten Weltkrieg durch die Bronzschatten deportiert oder getötet wurden, führte sie dieser Erinnerungsrundgang an die Hauptschauplätze der Kriegsgräuel. Planen Sie auf diesem bewegenden Spaziergang, na was denn, durch die Geschichte etwas Zeit ein, um schweigend innezuhalten. Er führt sie an folgende Orte. Die Brücke der Nebel, das Viertel, das 1938 am meisten unter den erschrecklichen antivageranischen Überfällen gelitten hat. Straße des Gedenkens im Musikerviertel, wo Vagerane aus dem Ghetto zusammen mit denen, die versuchten, sie zu schützen, kaltblütig hingerichtet wurden. Und schließlich der Hauptbahnhof, wo tausende unschuldige Anzüge Gefährchen auf eine Reise in den Tod geschickt wurden. Ja.
Hans. Laut diesem Flyer ist er auf einer seiner Reisen nach Wagen gekommen. Das kennen wir ja. Okay, die gesamte Geschichte lese ich jetzt nicht. Hans Feuerberg. Über tausende von Arbeitsplätzen, was die stagnierende Wirtschaft wieder ankurbelte. Also Ostertal scheint hier offensichtlich so im Sinne von Österreich aufzutauchen. Haben wir uns alles angeguckt? Ja, fast alles. Ich hoffe, es ist noch genauso ruhig, wenn ich zurückkomme. Allein am Feuer sitzen klingt verlockend. Ob der noch heizt? Man weiß es. Also so von der technischen Qualität muss man sagen, ist es sehr ähnlich wie Dreamfall Chapters. Da ich ja The Longest Journey gespielt habe, wäre es eigentlich ein langfristiges Ziel, auch nochmal Dreamfall, die zweite Fortsetzung, und Dreamfall Chapters, die dritte Fortsetzung, zu spielen. Aber das ist nicht mein Zimmer. Zeit. Da gehe ich besser nicht rein. Ich glaube, das ist Frau Wagners Zimmer. Das ist offensichtlich unser Zimmer. Die mickrige Summe, die ich zusammensparen konnte, seit ich aus dem Bergwerk entkam. Hier ist das Gemälde. Jetzt muss ich nur noch die Adresse des Ladens herausfinden, zu dem ich es bringen muss. Ich kann das Telefonbuch und die Karte verwenden, die Frau Wagner dafür im Wohnzimmer hinterlassen hat. Katjuschas Punkband. Die hätte ich furchtbar gern mal gesehen. Hat man das nicht schon? Ich finde sie, Katjuscha. Wie versprochen. Und wir finden heraus, wer sie ist. Oder war. Hübsch. Es ist eine Ewigkeit her, dass ich solch traditionellen Komfort genossen habe. Das Zimmer ist nicht so gemütlich wie eine Jukoljurte, aber dafür viel größer.
Das wurmt mich ja ein bisschen, dass wir hier dieses Ziel nicht erfüllt haben. Muss ich also irgendwann noch mal zurückgehen und gucken, was ich da hätte machen müssen, damit ich auch dieses Ziel erfüllt. Gut, also wir sollen jetzt dann doch auf dieser Karte diesen einen Laden raussuchen. Habe ich das richtig verstanden? Ist nicht so, dass wir einfach alle drei abquackeln können. Der Antiquitätenladen aus dem Telefonbuch liegt in diesem Viertel. Sieht aus, als gäbe es hier noch viel mehr ähnliche Geschäfte. Dieses Viertel scheint sich sehr verändert zu haben, seit das Telefonbuch gedruckt wurde. Sieht aus, als existierte der Pfandleiher nicht mehr. Ein Gewerbegebiet. Schwer vorstellbar, dass hier ein Laden für Künstlerbedarf gut laufen sollte. Das Geschäft, das ich im Telefonbuch gefunden habe, muss ein Baumarkt oder so etwas sein. Dieser Antiquitätenladen ist vermutlich meine beste Chance. Die Adresse behalte ich besser. Ich meine, es ist 2004 oder 5. Man sollte doch meinen, ich meine, sie hat jetzt vielleicht kein Smartphone dabei, aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk, das abzuschreiben und nicht aus dem Buch zu reißen. Aber gut. Offensichtlich machen wir das aber so. Ich sollte das Bild jetzt wirklich dem Antiquitätenhändler zeigen. Vielleicht kann mir Frau Wagner sagen, wie ich hinkomme. Frau Wagner? Wo ist denn Frau Wagner? Die hat gesagt, an der Rezeption. Dann ist sie ja wahrscheinlich unten, nicht? Hallo, meine Liebe. Hallo, Frau Wagner. Und Frau Walker, waren die Dokumente hilfreich? Ja, ich habe sogar den Laden gefunden, den ich gesucht habe. Herzlichen Dank, Frau Wagner. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Ihnen noch irgendwie helfen kann. Ja, sagen Sie Bescheid. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen über Ihren Gasthof stellen, Frau Wagner? Oh, nur zu gern. Was möchten Sie denn wissen? Alles. Heute scheint es ruhig zuzugehen. Oh, um diese Zeit sind nie viele Gäste da. Also, ist das auch ein Gast? Oh ja, sie ist heute angereist. Eine ältere Dame aus England. Eine ehemalige Offizierin, wenn ich es recht verstehe. Angeblich ist sie in einer unangenehmen Angelegenheit hier. Ein Begräbnis, wie ich höre. Ach. Ja, Frau Walker. Und seit sie hier ist, hängt sie ständig am Telefon. Ich würde gern mehr über Sie wissen, Frau Wagner. Oh, da gibt es wirklich nicht viel zu erzählen. Zumindest nichts Weltbewegendes. Aber Sie hatten doch sicher ein ereignisreiches Leben, oder nicht? Nun ja, ich bin kurz nach dem Krieg hier in Wagen geboren und habe es nie verlassen. Ich führte den Gasthof mit meinem Mann, bis er vor ein paar Jahren starb. Das tut mir leid. Also nichts Bemerkenswertes. Andererseits haben wir auch nie das Abenteuer gesucht. Aber wir waren glücklich, mein Mann und ich. Das Zimmer ist perfekt. Danke vielmals. Sie brauchen mir nicht zu danken, Frau Walker. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass es den Gästen gut geht. Und es erscheint nicht jeden Tag mitten in der Nacht eine junge Dame aus Amerika auf einem Motorrad, die ein geheimnisvolles Geschäft sucht. Ich komme mir vor wie in einem Kriminalroman. Ich habe ein paar Fragen zu Wagen. Gut, denn wenn Sie mich zur neuesten wissenschaftlichen Entdeckung befragen würden, hätte ich passen müssen. Aber was Wagen angeht, sind Sie bei mir richtig, meine Liebe. Das Geschäft, das ich suche, befindet sich offenbar in Wagens Antiquitätenviertel. Können Sie mir sagen, wie ich vom Gasthof aus dorthin komme? Da nehmen Sie am besten die Trambahn. Das Stadtzentrum ist eine reine Fußgängerzone. Da nützt Ihnen Ihr Motorrad nichts. Die nächste Haltestelle finden Sie oben an der Treppe, wenn Sie vom Gasthof aus nach rechts gehen. Das kriegen wir doch noch hin, oder? Um ehrlich zu sein, hatte ich noch nicht wirklich Zeit, viel über Wagen und die Umgebung herauszufinden.
Was muss ich wissen? Zum einen ist Wagen sehr alt und berühmt für seinen Charme und seine Kultur. Die Umgebung zieht hauptsächlich Bergsteiger an, da wir hier so nah an den Schweizer Alpen sind. Die Ufer der Dombre, des längsten Flusses im Land, sind ideal für Sommerfrischler. Was können Sie mir über das Viertel sagen? Es ist einer der ältesten Teile von Wagen, ein Arbeiterviertel. Ich und ein paar andere Relikte, die hier wohnen, versuchen Modernisierung und Massentourismus aufzuhalten, so gut wir können. Andere Viertel haben da nicht so gut aufgepasst und die Anwohner waren gezwungen, ihre Wohngegend zu verlassen, weil die Mieten so gestiegen sind. Das kennen wir doch. Meine Suche hängt eng mit der Region Wagen zusammen. Können Sie mir etwas von Ihrer Geschichte erzählen? Sehr gern. Die Frau, nach der ich suche, muss 1937 etwa 18 Jahre alt gewesen sein. War das ein wichtiges Jahr in der Geschichte von Wagen? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Ich bin kein Historiker und ich war damals noch nicht geboren. Ich weiß nur, dass es in den folgenden Jahren richtig schlimm wurde mit dem Zweiten Weltkrieg. Es muss also eine gute Zeit für faschistische Ideologien gewesen sein, in der die braunen Schatten bloß eine der Fraktionen waren, die an die Macht wollten, mit Hassparolen. Ich habe durch ein Gemälde, das im Zweiten Weltkrieg von den braunen Schatten geraubt worden sein muss, von der Frau erfahren, die ich suche. Nicht überraschend. Wagen und ganz Ostertal wurden kurz vor dem Krieg von den Faschisten annektiert und besetzt. Sie plünderten, raubten und brandschatzten alles, was sie konnten, wie in allen besetzten Teilen Europas. Momentan fällt mir nichts ein. Danke für Ihre Zeit. Sie dürfen jederzeit wiederkommen, falls Sie noch Fragen haben. Na, und das werden wir doch auch. Einen schönen Tag, Frau Walker. So. Schade, dass praktisch ganz Wagen nur für Fußgänger ist. Nach so vielen Monaten ist mir das Motorrad ans Herz gewachsen. Also man muss schon sagen, hier Licht und Schatten und so ist schon sehr cool gemacht. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Ich meine, man merkt auch immer, dass die Szenerie mehr oder weniger Kulisse ist, deswegen kann man auch nur bestimmte Kamerawinkel zeigen. Aber die Kulisse ist schon schön. Da gibt es sicherlich auch gerade 3D-Adventure, die das nicht so pfiffig machen. So. Oh, Mist, wir haben wieder was übersehen. Ja, es ist schon mehr wie ein interaktiver Film, wo man auch mal ein bisschen mit den Kameramöglichkeiten spielen möchte, offensichtlich. Ich glaube auch, also bei den ersten beiden Spielen war das definitiv nicht so. Bei dem dritten ist es, glaube ich, schon auch ein bisschen. Haben Sie gehört, was das Tauwetter auf dem Berg zutage gebracht hat? Am Teufelskragen? Da war vor kurzem etwas in den Nachrichten. Gibt es denn was Neues? Sie vermuten, dass es sich um Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, als alpine Widerstandsnetzwerke Flüchtlinge in die Schweiz brachten. Üble Zeiten waren das. Ja, nicht die besten Zeiten in unserer Geschichte.
diese Zwischenszenen, die erinnern mich so ein bisschen an Life is Strange. Da gibt es ja auch so ein paar, also in jeder Episode eigentlich mehrere so Situationen, wo man sich einfach irgendwo an einen Ort setzen kann oder stehen oder wie auch immer und dann guckt man halt sich einmal so die komplette Szene an. Das fand ich so von der Stimmung her immer eine ganz pfiffige Angelegenheit. Frage ist, wie weit kann man hier mitfahren, bevor man ja auch irgendwo mal angucken müsste, wo man hin will. Aber es wiederholt sich ganz offensichtlich dann doch einfach. Sehr hübsch aus und altmodisch, ist aber im Zweifel auch nicht sehr inklusiv. So, wir sollen uns noch die Stände angucken. Diesmal machen wir auch die Sachen, die man sich mal machen soll. Ein Antiquitätenladen, aber nicht der, den ich suche. Aber es macht ja nichts, der sieht ja trotzdem gut aus. Ach so, dann ist es ja nochmal derselbe. Ein Antiquitätenladen, aber nicht der, den ich suche. Müller? Einfach geradeaus. Nicht zu verfehlen. Mhm. Warum laufe ich denn da an die Wand? Auch nicht so hilfreich. Hier gibt's offensichtlich Teppich. Müller und Söhne? Gleich dort drüben, an der nächsten Ecke. Seit der Zeit im Bergwerk habe ich komplett den Appetit verloren. Andererseits ist Wagen weltberühmt für seine Kuchen. Also es ist schon ganz niedlich, es ist auch recht pittoresk. Erinnert mich auch ein bisschen an Marburg, das ist natürlich nicht ganz so antik, aber sieht auch schön aus. Und man kann da auch gemütlich auf dem Marktplatz ein Teechen trinken. Die großen Ketten haben es trotzdem geschafft, im Viertel Fuß zu fassen.
Der kleine Buchladen. Kann den hier lang? Kann man nicht. Selbst Simon Steiner hätte das nicht besser hingekriegt. Ich hoffe, ihm und seiner Enkelin geht's gut. Ja, ich glaube, das ist ein Charakter aus dem früheren Spiel. Ich kann das Viertel noch nicht verlassen. Muss erst Herrn Müllers Laden finden. Ach so, das ist jetzt schon das Ende. Interessant. Na gut, aber das wäre jetzt auch wieder der Hinweis, dass hier eine Folge beendet sein würde an der Stelle. Beziehungsweise die endet dann in der Aufzeichnung hier auch. Und beim nächsten Mal schauen wir dann weiter, ob wir den Laden noch finden, an dem wir offensichtlich vorbeigelaufen sind. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!